Ja, ich bin ja hier in Nonn, wo die Kräuterwerkstatt ist, auch aufgewachsen, allerdings nicht im Oberland, wo es schöner ist, sondern im sogenannten Unterland. Aber ich bin immer ins Oberland gegangen, schon als Jugendlicher, der für mich ein magischer Ort war, damals schon, zu einem bestimmten Baum, ja, wie Buddha saß ich da unter diesem Baum und habe meine Bücher gelesen. Eines Tages habe ich mal eine ganze Literaturliste von Büchern bestellt, die in dem Buch drin war, Triffst du Buddha unterwegs von Sheldon Kopp. Und die habe ich mir bestellt und alle dann da gelesen, ganz romantisch unter diesem Baum. Und da war auch Chuang-Tzes Buch, das wahre Buch vom südlichen Blütenland dabei, ein taoistischer Klassiker. Und ich hatte ja nicht viel Geld und habe mir zur Auflage gemacht, wenn ich schon diese Bücher bestelle, dann lese ich sie auch, ganz egal, ob ich sie verstehe oder nicht. Dieses Buch habe ich nicht verstanden, überhaupt nicht. Es war nur voller Paradox und dem logischen Geist nicht zugänglich. Plötzlich ist irgendetwas passiert, wie ein Ruck irgendwie. Das Licht innerlich ging aus für einen Moment. Und dann plötzlich habe ich gesehen, dass alle Dinge nicht entweder oder sind, sondern alle Dinge immer ein sowohl als auch. Und das hat mir diese Paradoxons des Buches verständlich gemacht. Plötzlich konnte ich es verstehen, was da gemeint ist. Und das hat mich sehr viel weitergebracht damals zu dieser Zeit. Herzlich willkommen hier und heute zu unserem Seminar, das wir auch aufzeichnen wollen. Es heißt, sich selber lieben lernen. Ich glaube, das ist das, was wir suchen, was wir uns wünschen, was wir uns hinter unseren Wünschen wünschen. Dass wir mit uns selbst in Einklang kommen, mit uns in Frieden kommen und dadurch auch mit der Welt und dem Leben, dem Schicksal in Frieden kommen, bei uns selbst ankommen. Ich kenne Familienaufstellungen jetzt schon seit fast 30 Jahren. Und für mich war deine Art eine absolute Offenbarung, weil sie mit so viel Liebe, Respekt und auch Klarheit an Themen herangeht, die sehr tiefe Schmerzpunkte bei mir getroffen haben. Ich habe für mich schon immer gespürt, auf der einen Seite diese absolute Interesse am Leben, aber die Hinderung, dass ich es überhaupt leben kann. Und das ist genau dieser Zwiespalt oder diese innere Spaltung, was ich beim Konrad jetzt erfahren durfte. Und wenn man sich auf diesen Prozess einlässt, wie wunderbar es sich anfühlt, wenn wieder eine Schicht in die Heilung darf. Mit dieser Art der inneren Spaltung ist es so einfach und leicht, sich durch dieses Tal des Schmerzes hindurch zu begeben, auch durch die wundervolle Begleitung. Und der Fokus liegt auf der Lösung, auf das Geschenk zum Schluss. Es ist wie, als würde man auf einen Berg steigen, wo es diese Sequenz gibt: Ich kann nicht mehr. Und am Gipfel oben ist alles vergessen und alles nur noch Freude und Lachen. Solange wir in dieser Gespaltenheit sind, solange sind wir darauf angewiesen, Rollen zu spielen in unserem sozialen Leben. Das können wir von der Transaktionsanalyse lernen. Und es ist tatsächlich so, ich kann nicht hundertprozentig authentisch sein. Das kann ich erst, wenn diese beiden Teile, und das ist für mich der Sinn des Lebens, dass diese beiden Teile wieder eins werden, wieder zusammenkommen. Das ist möglich. Hier haben wir es verloren nach der Geburt, aber es ist in unserem Leben wieder möglich, eine Einheit zu schaffen, indem diese beiden Teile sich nicht mehr unterdrücken oder ein Bein stellen, ganz subtil, sondern sich unterstützen, zusammenarbeiten, sich zu lieben. Ja? Und das heißt auch, dass wir liebevoller mit uns selber umgehen, damit diese und bewusster miteinander umgehen, sodass dass ich wieder eine Einheit bilden kann,
und damit in meinen inneren Frieden komme. Gleichzeitig ist die Autobahn der Entwicklung offen damit für mich. Und ich kann viel erreichen, weil jetzt die Inspiration, die hier kommt, durch das Know-how des anderen Teils umgesetzt werden kann. Jetzt rivalisieren die nicht mehr, sondern sie arbeiten zusammen und können damit sehr, sehr viel erreichen. Erst wenn ich hier, und wir nennen das hier Erwachsenen-Ich, im Erwachsenen-Ich angekommen bin, das ist die Verschmelzungsmenge dieser beiden Teile, die jetzt fließend ineinander übergehen, erst da kann ich voll authentisch sein. Ich bin in meinen Impulsen, in meiner Authentizität und bremse sie nicht mehr wie vorher und kann jetzt einfach echt sein. Ich kann für mich eintreten und ich bin quasi in meinem mittleren Weg, in meiner mittleren Haltung. Ich greife andere nicht an und ich lasse mich auch nicht unterbuttern. Ich gehe einfach mit meinen Impulsen. Und das ist das Ziel der Arbeit, dass wir so damit umgehen oder eine Hilfestellung anbieten, dass diese beiden inneren Teile sich versöhnen. Was der ganz wesentliche Punkt, der absolut wesentliche Punkt dabei ist, dass aus dieser Interaktion, wie sie ist, ob sie in Kampf ist oder ob sie in liebevoller Zusammenarbeit ist, ja, da kreieren wir unsere äußere, sogenannte äußere Lebenssituation. Sie ist nichts anderes als der Spiegel der Interaktion dieser beiden Teile. Und das macht klar, wie wichtig das ist, ja? Dass es der wichtigste Aspekt unseres Lebens ist, mit uns selber in Frieden zu kommen und eine Einheit zu werden. So bin ich automatisch in der Einheit mit meinen sozialen Beziehungen, aber auch mit dem Leben, mit der Welt, wie sie sich mir zeigt. Und ich ecke nicht mehr an. Ich erfinde keine Dramen, keine leidvollen Geschichten mehr und bin authentisch in meinen Gefühlen, meinem Gefühlsausdruck, ich selbst geworden, bei mir angekommen. Wir arbeiten mit mindestens zwei verschiedenen Richtungen, um dem Menschen Gelegenheit zu geben, wieder in diese Einheit zu kommen. Das eine wäre ein gestalttherapeutischer Ansatz und der andere ist ein Ansatz, Systemaufstellungen wie in einer regelrechten Familienaufstellung zu machen und diese Spaltung aufzustellen. Wenn ich nämlich diese Spaltung durch Repräsentanten aufstelle, was wir gleich demonstrieren werden, dann kann man diese Interaktion sehr genau sehen. Man kann sehen, wie kämpferisch oder liebevoll die miteinander umgehen, ob sie im Kontakt sind oder nicht. Und aus der Sichtweise erfahrene Aufsteller können aus dieser Interaktion sehen, was noch weiterhin möglich nötig ist, um dort eine Versöhnung zu erreichen. Möglicherweise müssen also noch Menschen aus der Familiengeschichte oder andere Aspekte mit aufgestellt werden, um diese Versöhnung zu erreichen. Zum Beispiel die Eltern können eine große Rolle spielen oder auch Geschehnisse aus der Familiengeschichte weiter zurück, Geheimnisse oder schwere Schicksale. Und anhand der Repräsentanten für diese beiden Teile, Eltern-Ich, inneres Eltern-Ich, inneres Kind-Ich, kann man den Verlauf der Aufstellung ablesen. Man kann sehr genau sehen, ob der Arbeitende diese Schritte in sich vollzieht oder ob er es nicht tut. Ja? Denn am Ende eines gelungenen Prozesses werden beide Teile nicht mehr auseinander sein, sondern den Weg zueinander suchen und zusammengehen. Und ich selber habe bei diesen Aufstellungen auch, man merkt es eben, dass es auf eine ganz tiefe Ebene geht. Dass man jetzt nicht einfach irgendwelche Erkenntnisse hat, sondern dass im Inneren irgendwas passiert, dass da was stattfindet, was man gar nicht wirklich erklären kann. Aber wenn man dann rausgeht, merkt man, es ist anders. Die Welt sieht anders aus.
Und auch die Menschen um einen herum verhalten sich anders. Das ist ja ein ganz besonderes Gefühl und eine ganz besondere Sache, die hier stattfindet. Und ich kann das jedem nur empfehlen, dass er es einfach mal ausprobiert und er wird es auch einfach spüren. Es sind wunderbare Erfahrungen, was man da machen kann. Ich merke es auch im Privatleben, wie sich mein Umfeld verändert hat und wie ich mich auch den anderen gegenüber geändert habe mit der Ausdrucksweise oder ja, in der Partnerschaft merke ich es total, wo ich immer wieder reflektiere, wenn ich wegen irgendwas angefressen bin, ist das jetzt was von mir, was spiegelt mir der Partner? Und das hat man alles in dieser Ausbildung auch lernen können. Gestalttherapie, Transaktionsanalyse und dieses systemische Stellen. Und das ist für mich sehr interessant. Für mich war das so überraschend. Also ich habe vorher schon ab und zu mal Familienaufstellungen mitgemacht, die aber absolut nicht vergleichbar mit diesen Stellen sind. Ich merke einfach, dass früher bei manchen anderen Aufstellungen eine Lösung so richtig mit der Brechstange herbeigeführt wurde. Und hier habe ich erfahren dürfen, dass wenn man selbst oder der Klient, der aufstellt, noch nicht bereit dazu ist, dass man das dann auch einmal stehen lassen kann und dass das dann weiterarbeiten darf und dass man das vielleicht dann zu einem anderen Zeitpunkt weiter bearbeitet.